Hi. 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 Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe insgesamt 10 Bücher gelesen. Diesmal sind es 8 Stück. Ich habe insgesamt 6 Bücher gelesen und eins habe ich abgebrochen. Und jetzt hoffe ich, dass ihr dranbleibt, dass ihr dieses Video nicht wegklickt, dass ihr euer Abo dalasst, dass ihr mich nicht steinigt, denn ich muss sagen, mir hat es nicht gefallen. Ich habe es tatsächlich am Ende noch geschafft, es zu beenden. Es wurde besser. Das ist von Joe Bausch. Das ist ein Buch, was ich mir in meiner... Und was dann... passiert, ja, ich weiß nicht. Ich fand es einfach nur bescheuert. Nach ein paar Ernsthaft, es ist 12 Uhr. So begeistert am Ende, das war so gut. Und auch den Täter, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und als es dann rauskam, dachte ich mir auch so, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Also das war, es war so geil, wirklich. Dicke. Kalt hier. Fenster. So nicht? Und es war so gut. Es war so unheimlich gut. Ich habe das Buch so gefeiert, wirklich. Es war so krass spannend und das schon in der Mitte. Also mit meinen letzten Atemzügen würde ich meinen Kindern sagen, wenn ihr am Leben Spaß haben wollt, du musst besoffen bestellen. Ich müsste eigentlich sagen, ich hätte es wirklich abbrechen müssen. Als erstes möchte ich sagen, dass ich jetzt im September nicht mehr wirklich einen Sub habe. Aber man muss halt ganz klar sagen, dass das auch einfach total bescheuert ist. Oh. Fertig? Die Ausgangslage ist einfach nur mega. Und die ganze Umsetzung, also... Wahnsinn, es ist so spannend. Ich bin da durchgeflogen durch die Seiten. Beziehungsweise war mir das auch zu viel. Ich habe super Probleme in meiner Ehe und eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf meinen Mann, aber ich kann ihn nicht verlassen und keine Ahnung was. Und ich denke mal so, Alter, reiß dich zusammen. Also ich fand das mega. Das war so, so gut gemacht, wirklich. Ich war teilweise echt froh, dass mein Freund dann abends da war, weil ich fand das echt mega gruselig. Also das war jetzt so ein Buch, wo ich dann schon noch mal abends nachgeguckt habe, ob wirklich keiner neben meinem Bett steht, sozusagen. Und am Anfang ist Jonah Colley ein bisschen, ja, skeptisch ist das Wort. Also es ging gefühlt nur um Sex. Es ging nur darum, dass Verity ihren Mann jetzt flachlegen will, dass sie sich aufregt, warum sie jetzt mal seit 3 Tagen keinen Sex gehabt haben, dass es ja unheimlich guter Sex ist. Dann, ja, was ist jetzt mit dem Video? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Tag, irgendwie verkacke ich mein Ende immer. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Ciao! Oh, meine Nase juckt.